Ja, ich möchte euch heute diese kleine Weste vorstellen. Die hat mehrere Einsatzgebiete, muss ich sagen. Ich benutze sie mittlerweile sehr gerne, vor allen Dingen auch als Hundeweste sozusagen. Ja, habe immer Leckerli mit dabei und solche Geschichten. Aber natürlich auch zum Bushcraften, für Wandertouren finde ich sie auch geil. Ich habe sie einfach mittlerweile in meinen Alltag komplett integriert, ja, sozusagen als kleinen Immerüberwurf. Meinetwegen auch so ein bisschen EDC, aber dazu kommen wir gleich. Die Weste kostet ungefähr 75 Euro, ist von der Marke Pinewood und hat ein Mischgewebe Polyester. Die Nähte sind gut verarbeitet, es gibt da eigentlich nichts zu bemängeln und sonstiges. Die Qualität ist sehr hoch, die Reißverschlüsse sind von YKK und ähnliches, also da an der Front alles in Ordnung. Die Weste wiegt gerade mal knapp 200 Gramm und ist auch in drei Farben verfügbar. Innen drin haben wir hier so ein Meshgewebe, einfach so der Beatmung wegen. Ich muss auch sagen, das ist bei der Weste überhaupt kein Problem mit dem Atmung. Sie ist überhaupt nicht gefüttert, das heißt, es ist keine Winterweste oder sonstiges, sondern nur zum Überwerfen, zum Beispiel im Sommer, aber jetzt auch im Herbst mit Pullover. Die Weste hat einen Kordelzug um die Hüfte rum, um sie enger zu machen, falls man das möchte. Sie fällt in der Größe auch ziemlich groß aus, muss ich sagen. Ich trage hier eine L und ich trage normalerweise Sachen in XXL. Es gibt keine Taschen auf der Innenseite, aber kommen wir mal zu den ganzen Taschen, die außen dran sind. Wir haben hier jeweils auf der linken und rechten Seite ziemlich große Taschen, wo auch meine Hände reinpassen, die mit Knöpfen zugemacht werden können, ungefähr halt auf Hüfthöhe. Darüber befinden sich auch auf beiden Seiten mit Reißverschluss eine kleinere Tasche, wo allerdings, ich muss sagen, auch noch eine Faust gut reinpasst, die auch ordentlich tief sind, zum Beispiel für ein Handy und ähnliches. Ich habe hier zum Beispiel Leckerlis drin und auf der anderen Seite habe ich Beutel drin, also Plastikbeutel. Bei den Brusttaschen ist die Weste links und rechts jeweils ein bisschen verschieden. Auf der linken Seite, von einem selber aus gesehen, findet man hier eine relativ, ja, tiefe Einschubtasche für Stifte, aber vor allen Dingen auch nutze ich es für die Taschenlampe. Genau daneben ist ein seitlicher Reißverschluss, mit dem wir hier reingreifen können. Da ist eine Tasche, die geht nach unten bzw. zur Seite auch und da habe ich bei mir zum Beispiel Schlüssel drin. Auf der rechten Seite finden wir nur sozusagen eine Tasche, also eine aufgesetzte Tasche, die einen seitlichen Reißverschluss hat, wo wir von oben ran können. Ich habe hier zum Beispiel mein Victorinox-Messer drin. Eine weitere Tasche hat die Weste noch, und zwar auf der Rückseite. Das ist eine Niederwildtasche, wie man zum Beispiel aus dem Jagdbereich sagt. Da passt extrem viel rein, muss ich sagen. Ich habe da schon eine ganze Hängematte reingetan, Poncho und so weiter und so fort, noch eine Literflasche und so weiter. Also da ist massig Platz drin. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass man ein erlegtes Kaninchen zum Beispiel reintut oder ähnliches, deshalb ja Niederwildtasche. Ich finde es mega praktisch, auch wenn ich nicht Jäger bin. Ja, ich habe noch keinen Jagdschein, aber die Taschen, diese Art an Tasche finde ich mega praktisch und die hilft mir draußen auch oft, muss ich sagen. Aber auch bei kleinen Besorgungen in der Stadt brauche ich absolut keinen Rucksack für irgendwas mehr, weil ich weiß immer, ich habe die Weste dabei und wenn ich ein bisschen Platz brauche, um Sachen nach Hause zu schleppen oder so, dann tue ich die alle hinten in die Niederwildtasche. Ja, wenn man Shampoo und dann noch ein Brot kauft oder was weiß ich. Der große Frontreißverschluss ist mit zwei Reißverschlüssen versehen, ja, dass er sozusagen doppelwegig funktioniert. Das heißt, man kann jetzt auch so machen. Ich habe es noch nie gebraucht, aber man kann es. Und ansonsten ist der Reißverschluss auch einfach sehr gut und leichtgängig. Zusätzlich haben wir auch noch, um die Leiste hier zuzumachen, Druckknöpfe. Das heißt, wir können die Weste, wenn wir denn wollen, tatsächlich auch mal gegen ein bisschen Windschutz dann benutzen. Als Fazit bleibt also auf jeden Fall zu sagen, dass es qualitativ hochwertige verarbeitete Weste ist, die es in drei Farben gibt und die Menge Platzlösungen an allerhand Taschen für Fischersport, für den Hundesport, für alle Arten von Outdoor-Buschkraft, aber auch für die kleine Besorgung mal eben in der Stadt bietet. Von der Belüftung her und ähnliches kann ich nicht meckern, ja, aber das hätte ich jetzt bei einer Weste auch nicht anders erwartet. Ich meine, man trägt sie meistens offen, sie ist ja unter den Ärmeln noch geöffnet. Man hat auf jeden Fall gut Arbeitsfreiheit mit der Weste, das heißt, sie stört überhaupt nicht. Wenn sie natürlich zu ist, dann ist man ein bisschen eingeengter, aber das stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht und dafür ist sie ja eigentlich auch nicht gedacht. Ich habe die Weste jetzt knapp 3 Monate im Einsatz. Wie gesagt, im Alltag, als auch auf Wandertouren, als auch auf Bushcraft-Touren oder einfach nur, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Sie schließt bei mir eine gute Lücke, weil ich kann eigentlich die Jacken mit langen Ärmeln nicht leiden, wenn es nur so 15 Grad oder auch 10 Grad mit Sonnenschein sind, weil das ist mir dann einfach zu warm auf Dauer. Deshalb ist da so eine Weste mit einem Pullover, den ich drunter ziehen kann, deutlich besser.
Den Link gebe ich euch unten mal zum Anschauen von Pinewood. Ja, einfach mal draufklicken, wenn ihr darauf Lust habt. Es gibt auch eine Variante, die gefütterter ist, also nicht für den absoluten Winterbereich, aber auf jeden Fall schon ein bisschen für den kälteren Bereich. Über die kann ich natürlich nichts sagen, außer dass ich davon ausgehe, dass die Qualität natürlich gut ist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal draufklicken. Hier unten auf den kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.